Dino Lunardi und Maxime Martin haben das vierte Rennwochenende des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring dominiert und damit wieder die Führung in der Gesamtwertung übernommen. Am Fuße der Nürburg kehrten die Alpina-Piloten nach zuletzt drei Ausfällen in Serie zurück in die Erfolgsspur. In den Saisonläufen 7 und 8 fuhr der grüne BMW gleich zweimal aufs Treppchen. In Rennen 2 wurde es sogar der Sieg. Es war ein sehr gutes Rennen und jetzt liegen wir auf Platz 1 in der Meisterschaft. Das ist sehr wichtig. Ich denke, wir hatten ein bisschen Glück mit dem Regen, aber unser Team hat auch ein perfektes Setup und den optimalen Reifendruck gefunden. Zu Beginn von Lauf 2 schnappt sich Maxime Martin Polesetter Maximilian Götz, dessen Onboard beweist, wie stark der Alpina im Regen war. Für Götz und Partner Sebastian Asch reichte es am Ende zu Platz 2. Der auch im ersten Rennen möglich war. Dort kam der SLS zum Pflichtboxenstopp, verpasste aber das vorgeschriebene Zeitfenster. Nur das Problem war, dass wir 7 Sekunden zu spät in die Box eingefahren sind und das war eigentlich unser Todesstoß. Wir haben danach eine Stop-and-Go bekommen, eben von den 7 Sekunden. Und wenn das nicht gewesen wäre, dann wären wir mit Sicherheit ganz weit vorne gewesen. Ganz vorne lag in Lauf 1 dieser Audi. René Rast und Chris Mamoro gewannen den Regenpoker in der Eifel, bei dem vor allem die richtige Reifenwahl entscheidend war. Das Team Mamoro Racing setzte trotz längerer Trockenphasen das komplette Rennen auf Regenreifen und wurde dafür belohnt. Ich habe versucht, Nerven zu bewahren, keinen Fehler zu machen und schlussendlich hat es sich dann ausgezahlt. Und ich bin wirklich super froh, weil wir haben jetzt den ersten Audi-Sieg dieser Saison eingefahren in der GT Masters und da können wir, glaube ich, stolz drauf sein. In der Amateurwertung feierte Sven Dolenz einen Doppelsieg. In beiden Rennen war der Porsche-Pilot schnellster Nicht-Profi und schob sich damit auch im Gesamtklassement der Amateure an die Spitze. Wir haben ein Ziel und das Ziel sollte die Meisterschaft sein. Also letztes Jahr war es der Vizemeistertitel, dieses Jahr haben wir ganz klar ins Lastenbuch geschrieben, Meister. Der bisherige Spitzenreiter Christian Paulsen blieb nach seinem Sensationsgesamtsieg am Sachsenring diesmal im hellblauen Aston Martin unter seinen Möglichkeiten. Der Däne erhielt für diesen Kontakt eine Durchfahrtsstrafe und verspielte in Rennen 1 damit eine bessere Position. Er hatte früher gebremst als die Runde vorher und dann habe ich ihn kurz berührt und er hat gedreht. Aber in diesen Bedingungen und mit Vollregen, sowas kann passieren. Und ich denke, das ist ganz hart, ein Drive-Thru zu bekommen. Das verregnete Eifel-Wochenende erwies sich auch für Diego Alessi und Daniel Kalwitz als herbe Enttäuschung. Durch 2 Nullrunden verloren die Corvette-Piloten ihre Tabellenführung in der Profiwertung an Lunardi und Marta, die zur Saisonhalbzeit nun mit 5 Punkten vorne liegen.